Bötzkes. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Nach der Einigung auf einen Brexit-Deal gestern in Brüssel hängt jetzt vom britischen Parlament es ab, wie es weitergeht mit dem EU-Austritt. EU-Kommissionspräsident Juncker hat in der Nacht das britische Parlament eindringlich davor gewarnt, den neuen Deal abzulehnen. Es entstünde eine äußerst schwierige Situation, wenn das britische Unterhaus dem Vertrag bei seiner morgigen Sitzung nicht zustimmen würde. In London ist Julie Kurz zugeschaltet. Frau Kurz, Boris Johnson sagt ja, das sei ein großartiges Abkommen. Beobachter sagen dagegen, das Ganze sei eigentlich ein alter Hut mit einer neuen kleinen Feder. Was stimmt denn nun? Es ist ja schon so, dass er die politische Erklärung verändert hat. Er will eine weniger engere Beziehung der EU mit Großbritannien, und auch der unbeliebte Backstop, dieser Notfallplan, hat er gestreichen lassen und ihn ersetzt mit einem komplexen Zollarrangement. Überlegungen dazu gab es übrigens in ähnlicher Form schon unter Theresa May und der EU, die dann wieder verworfen worden sind. Also es ist nicht so, dass Boris Johnson das Rad neu erfunden hätte. Und außerdem ist es auch so, dass große Teile dieses Austrittsvertrags tatsächlich so sind, wie sie Theresa May in mühevoller Arbeit mit der EU ausgehandelt hat. Und es bedarf schon der Unverfrorenheit eines Boris Johnson, das Ganze als seinen eigenen neuen großartigen Deal zu verkaufen. Nun spekuliert man inzwischen darauf, dass es genügend Abweichler geben könnte am Samstag, um dem Abkommen zu einer Mehrheit zu verhelfen. Das ist Wunschdenken, oder? Na, man muss da abwarten. Es scheint sich da ein bisschen was zu bewegen über die Nacht. Alle Augen sind jetzt auf ein paar Labour-Abgeordnete gerichtet, die in Wahlkreisen sind, die für den Brexit gestimmt haben und die womöglich sagen, sie wollen jetzt einfach, dass das Ganze durchgezogen wird, dass der Deal gemacht wird. Alles wirklich eine ganz enge Kiste zu werden. Auf allen Programmen wird im Moment wie wild gerechnet, aber man hat noch keine Klarheit. Man muss abwarten, was dieser sogenannte Super Samstag bringt. Julie Kurz aus London, herzlichen Dank. Nach dem Durchbruch beim Brexit-Deal gestern steht heute die gemeinsame Finanzplanung auf der Agenda. Über die Höhe des Budgets ab 2021 herrscht allerdings Uneinigkeit. Deutschland etwa will das Etatvolumen auf 1% der EU-Wirtschaftsleistung begrenzen. Andere Staaten fordern deutlich mehr. Bereits in der Nacht waren die Verhandlungen der Staats- und Regierungschefs ins Stocken geraten. Die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Albanien und Nordmazedonien ist weiter umstritten. Ursula von der Leyen ist noch nicht im Amt, ihr Auftritt aber wirkt, als wäre sie es längst. Die gewählte Kommissionspräsidentin eine gefragte Gesprächspartnerin. Während der Austritt der Briten wohl näher rückt, wollen Nordmazedonien und Albanien Beitrittsverhandlungen mit der EU. Es ist ganz wichtig, das wollen wir auch als starkes Signal von diesem Gipfel geben, wie wichtig für uns diese Länder auch sind, die Außergewöhnliches geleistet haben und bewiesen haben, dass sie sich immer stärker auch der Europäischen Union annähern. EU-Kommission und eine große Mehrheit der EU-Mitglieder hält Albanien und Nordmazedonien reif für Beitrittsgespräche. Doch beide werden enttäuscht. Für die Entscheidung braucht es Einstimmigkeit, und die kommt nicht zustande. Seit Ewigkeiten wollen sie zu Europa gehören. Das ist ihre Hoffnung. Die Entscheidung von gestern Abend ist ein historischer Fehler. Europa will den Einfluss auf den Balkan nicht Russland oder China überlassen. Auch Deutschland ist für die Verhandlungen. Aber vor allem Frankreichs Ministerpräsident Macron sträubt sich, will zuerst Reformen in der EU. Wir haben auch Hausaufgaben zu machen bei uns. Und da sind verschiedene Leute, die dann der Überzeugung sind, dass wir eher wir die Tür aufmachen, mal putzen müssen, was wir im Haus haben. Der Gipfel vertagt das Thema ergebnislos. Bei den Diskussionen bis tief in die Nacht ist Frankreich offenbar isoliert. Die Grundsteuer betrifft im Prinzip jeden von uns, die Haus- und Wohnungsbesitzer, die sie jährlich zahlen müssen, und die Mieter, die dafür über die Nebenkosten zur Kasse gebeten werden. Heute hat der Bundestag mit einer Gesetzesänderung den Weg für eine Grundsteuerreform freigemacht, denn zuletzt hatte das Bundesverfassungsgericht veraltete Bewertungsgrundlagen beanstandet. Vorgesehen ist nun ein Modell, in das der Grundstückswert und das Mietniveau einfließen. Künftig soll jedes Bundesland seine eigene Berechnungsweise einführen.
Das Ergebnis war eindeutig. Mit großer Mehrheit wurde die Reform der Grundsteuer, also der Steuer auf den Besitz von Grundstücken und Gebäuden, angenommen. Nach monatelangen Diskussionen hatten letztlich auch Bündnis 90 Grüne und die FDP dem Vorschlag der Großen Koalition zugestimmt. Die neue Grundsteuer ist gerecht, denn wir stellen sicher, dass der Villenbesitzer in der begehrten Lage nicht besser gestellt wird und weniger Steuern zahlt als der Besitzer einer einfachen Immobilie in einer Randlage. Für die Kommunen ist die Grundsteuer eine der größten Einnahmequellen. Wie viel man zahlt, ist abhängig vom Wohnort, dem Grundstück und den Gebäuden darauf. Mehr als 14 Milliarden Euro fließen pro Jahr an die Städte und Gemeinden. Wir sind nicht mit allen Punkten glücklich. Man hätte es besser machen können. Aber uns Grünen war und ist wichtig, dass die Kommunen endlich Sicherheit haben über ihre Einnahmen. Ob Hausbesitzer oder Mieter jetzt mehr oder weniger zahlen, wird durch diese Reform nicht entschieden. Denn mit der sogenannten Öffnungsklausel können die Bundesländer selbstständig über die Ausgestaltung entscheiden. Kein Land wird gezwungen, das Bundesgesetz anzuwenden. Dieser politische Erfolg der Freien Demokraten ist vor allem ein politischer Erfolg für die Haus- und Grundbesitzer in Deutschland und für die Mieterinnen und Mieter. Die AfD lehnt die Reform ab. Wenn über 60% der Bürger mit der Arbeit dieser Regierung unzufrieden sind, dann hat das seine guten Gründe. Die Grundsteuer, diese Grundsteuerreformruine ist einer davon. Zunächst muss der Bundesrat noch zustimmen. Wein aus Deutschland wird für Amerikaner teurer, wird er in die USA importiert, gelten nämlich von heute an Strafzölle in Höhe von 25%. Von den Zöllen betroffen sind zum Beispiel auch italienischer Parmesan oder Olivenöl aus Spanien. Die USA hatten diese Zölle Anfang Oktober als Vergeltung für EU-Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus angekündigt. Klaus-Rainer Jackisch in Frankfurt, wie sehr treffen diese Zölle die deutsche Wirtschaft? Nun, diese Zölle, die treffen im Grunde ins Mark der deutschen Wirtschaft, denn sie treffen vor allem den Mittelstand. Denn die Ernährungsindustrie, sie liefert jedes Jahr in die USA Waren im Wert von rund 300 Millionen Euro. Das ist ein riesiges Volumen. Wenn wir uns das nochmal aufgeschlüsselt anschauen, dann sehen Sie, dass es vor allen Dingen auf Süßwaren, also genauer gesagt auf Süßgebäck und auf Waffeln, aber auch auf Likör und Wein recht hohe Volumina gibt, von bis zu 90 Millionen, zum Beispiel beim Wein. Und das Problem ist, dass diese Branche nun 25% mehr verlangen muss für ihre Waren, wenn sie die in den USA verkauft. Und diese zunächst auch erstmal vorstrecken muss, denn sie kann dieses Geld vermutlich nicht auf die Kunden abwälzen. Und hier fühlt man sich natürlich auch ungerecht behandelt, denn die Probleme, warum diese Zölle überhaupt herausgegeben wurden, die hängen ja mit der Luftfahrtindustrie zusammen. Nun muss also eine ganz andere Branche dafür bluten und damit auch noch viel höher als die Sonderzölle, die auf die Luftfahrtindustrie ebenfalls erhoben worden sind. Das sieht man auch hier an der deutschen Börse am Frankfurter Aktienmarkt nicht gerne. Der DAX ohnehin tritt auf der Stelle bei 12.654 Punkten. Weitgehend unverändert zu gestern. Auch hier wartet man auf den Super-Samstag in Großbritannien. Klaus-Rainer Jackisch von der Börse in Frankfurt, herzlichen Dank. Viele können sich noch genau daran erinnern, als am 9. November 1989 die Mauer fiel, wo sie gerade waren, was sie gemacht haben, mit wem sie zusammen waren. Doch rund 25 Millionen junge Menschen in Deutschland waren damals noch gar nicht geboren oder haben keine Erinnerung an diesen historischen Tag. Für sie startet die Tagesschau nun ein Projekt, mit dem auch sie die Möglichkeit haben zu erleben, was damals vor 30 Jahren passierte. Eine interaktive Zeitreise. 1989, ein junges Mädchen filmt ihren Alltag in der DDR, allerdings mit dem Handy. Sie postet Gedanken, was wäre, wenn es zur Wendezeit schon soziale Medien gegeben hätte. Themen, die erste Liebe, Diskussion in der Familie über Politik und die Flüchtlinge über Ungarn. Johanna ist einfach nicht wiedergekommen nach den Sommerferien aus Ungarn. Die Tagesschau hat die Zeit des Mauerfalls inszeniert als modernes Videotagebuch, als Insta-Story. Es ist der Versuch, junge Zielgruppen für die deutsche Geschichte zu begeistern. Wir haben derzeit bei Tagesschau auf unserem Instagram-Account etwa 70% unserer User, die jünger sind als 35 Jahre. Das heißt, das sind Leute, die den Mauerfall noch nicht wirklich miterlebt haben. Und die wollen wir in die Lage versetzen, dass sie genau das noch einmal nachempfühlen können, was damals diese Republik ausgemacht hat.
Eine eigene Homepage präsentiert zusätzliche Informationen rund um den Mauerfall. Und wer von November an die Snapchat-App aufruft, kann vom Brandenburger Tor deutsche Geschichte nacherleben. Auf dem Touchscreen wird Deutschland wieder eins, samt Wiedervereinigungsparty. Die Kampagne zu 30 Jahren Mauerfall ist eine interaktive Zeitreise. Politik als spannendes Ereignis, als modernes Tagebuch aus der Lebenswelt einer 17-Jährigen. Und hier sind noch die Wetteraussichten. Im Osten und im Südosten freundliche Abschnitte, sonst viele Wolken und teils kräftige Schauer, örtlich mit Blitz und Donner. Im Nordwesten vereinzelt Sturmböen, 12 bis 21 Grad.